Merkst du, Asker? Werte Damen und Herren, vor einer Ewigkeit, vor 5000 Milliarden Jahren, habe ich ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen gilt es nun einzulösen. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Herzlichen schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, verehrte Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu The Sims 2. Yeah! Ich habe mein Let's Play Away davon gemacht. Man hat mich darum gebeten, dieses Spiel zu Let's Playen. Oh, ich mir so, Alter! Okay, mache ich. Und jetzt bin ich hier, 3 Jahre später. Und jetzt legen wir auch los. Ja, okay, es war nicht 3 Jahre, es war vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so. Whatever! Wir drücken jetzt Start. Ich drücke nun. Klick, klick, oh! Gib erstmal die Option. Fuck, nein, ich wollte erstmal die Option. Ach, egal, whatever. Okay, wir brauchen einen epischen Namen. Wie nennen wir uns denn? Ich nenne mich natürlich Klo. Klobo! Alter, perfekt. Nein, hey, Moment mal. Klobo. Das ist sehr erotisch. Männlich, so bleich wie es geht, ja, ja. So wie Real Life, Bro. Ah, da haben wir das Sugar Cap? Oh fuck, nein, das wollte ich nicht. Oh shit, ja, was ist das? Zwergige Frisur. Natürlich ein Schwarz! Okay. Ich habe mich für ein ziemliches Arsch noch in dem Spiel, da war doch was. Ja, gib mir halt einfach ein scheiß Shirt. Das reicht mir in meinem Leben. Welche Farbe nehmen wir denn? Nehmen wir Swaggy Grau-Weiß-Kacke. Kurze Hosen, das trägt niemand. Aber eine swaggige Jeans können wir uns mal gönnen. Oh ja, nice. Die Schuhfarbe ist okay. Laufbahn, freundlich, verdiene Quote durch freundliche Gespräche. Stimmt ja, das ist ja alles so eine Show, ja, okay. Verdiene Quote durch romantische Gespräche oder verdiene Quote durch bedrohliche Gespräche. Leute, wir sind natürlich der Romantiker schlechthin. Also nehme ich natürlich die romantische Seite. Okay, fertig. Willkommen in meinem Büro, Klobo. Wisst ihr, Klobo ist angelehnt an Hobo, also an Penner. Wir kommen einfach aus der Straße, Mann. Wir kommen einfach von der Straße, ja? Klobo, der Hobo. Yeah. Und bist hier, um mir zu helfen für diese Show? Also, Garabuien. Schaffst du es, werden wir beide reich. Reich und nochmal reich. Bevor wir mit den echten Folgen beginnen, musst du ein wenig üben. Ich werde mit dir über deinen Kopfhörer kommunizieren. Kapiert? Befolge einfach meine Anweisungen. Okay. Das kann ich. Ich werde dir auf deinen ersten Ausflug nach Merkwürdighausen zur Seite stehen. Ich will sicher gehen, dass du nicht schon von zu Beginn alles vermasselst. Nein, natürlich werde ich dich nicht wirklich begleiten. Wenn jemand herausfindet, dass ich hinter all dem stecke, könnten wir die ganze Show vergessen. Ich habe meine Leute angewiesen, einen glitzekleinen Ohrhörer zu entwickeln, den du die gesamte Zeit tragen wirst. So kannst du mit dir, so kann ich mit dir sprechen, ohne dass es jemand merkt. Jetzt mach dich auf den Weg und ich werde helfen, deinen ersten Tag im Merkwürdighausen zu überstehen. Besorg uns die Quoten! Okay, Bro, chill, Bro. Wir sind so handsome, Alter. Holy shit. Der Klobo ist krass. Neue Handlungen. Geh nach draußen, erkunde die Stadt. Hey, ich glaube, ich gehe nach draußen und erkunde die Stadt und nehme mir dieses Stück Müll mit, weil... Alter, warum nicht? Was haben wir denn hier sonst noch? Beziehungen? Ja, süß. Hier können wir uns alle schon mal einsehen. Okay, ja, ja. Swaggy. Raumschiffteile. Ja, klar. Warum nicht? Was ist deine Hand? Du hast einen Scheiß, mein Boy. Okay. Ah, und ich habe 2 andere Sachen noch. Okay. Vertrauen, Mechanik. Vertrauen. Je besser du diese Fähigkeit vertrauen bist, desto besser wird es deine bedrohliche Sozialaktion. Was? Desto besser wirken deine bedrohlichen Sozialaktionen auf Sims. Mit Vertrauen? Okay. Stärke. Digga, verschieben, aufheben und kaputt machen. Okay, Mechanik, reparieren, ist klar. Persönlichkeit.
freundliche Interaktion, Attraktivität. Ihr müsst diese Fähigkeit. Okay, ja, spannend, whatever. Gut, gehen wir raus. Wow, was für ein bezauberndes Haus der Schönheit. Ich fass es nicht, Alter. Das ist dein Haus, Krobop. Sieh es dir gründlich an, denn du wirst eine ganze Weile hier wohnen. Du brauchst noch ein paar Möbel, aber das kann warten. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die nicht warten können. Und deshalb habe ich mein Team gebeten, dir eine Toilette zu besorgen. Sie wird nicht hochmodern sein, dafür aber ihren Zweck erfüllen. Geh jetzt erstmal raus und zieh dir die Stadt an. Okay. Mach ich hier G-Rosenklappe. Da ist ja einer deiner Nachbarn. G-Rosenklappe kam übrigens auch in allen anderen Sims fucking Handheld-Teilen raus, scheinbar. In allen, die wir gespielt haben, auf jeden Fall. In The Herbs und in die Sims brechen aus sich das Spiel, ja. Oh, einer meiner Nachbarn, geil, Alter. Das ist Eberhardy, ein schmuddeliger, rauer Biker. Definitiv nicht mein Umgang. Warum freutest du dich nicht mit dem Mann? Es ist immer vom Vorteil, einen großen, starken Freund zu haben. Der einen in einer neuen Stadt den Rücken frei hält. Okay, manche Rosenklappe, chill mal. Wo geht's, Mom? Du bist gerade erst hier eingezogen. Da sind wir Nachbarn. Ich heiße Eberhardy. Das ist eine prima Stadt. Ich bin sicher, du wirst noch froh sein, hierher gezogen zu sein, Alter. Fuck. Okay, glaub ab! Auf mit dem Gequatsche! Wenn du nicht mit diesem Kerl anfreunden willst, musst du schon mehr über die Lampen bringen als nur eine. Wie geht's? Versuch's mal mit deiner freundlichen Konservation! Jetzt leg dich mal ins Zeug, nachdem du eine Konversation begonnen hast! Du einfach ein paar Sachen, die dich sympathisch machen! Alter! Sieger Fight, ey, wie geht's? Alter Papagei! Alter Papagei! Bro, ich hab voll den coolen Hut, Alter, einen Hut! Alter, aber der Papagei, ne? Alter, der Papagei! Ah ja, noch, mein Lieblingshut ist übrigens schwarz. Alter, meine auch! Holy shit. Your mom! Geil. Du hast freundlich eins mit Eberhardy verdient. Yeah! Kennt ihr das, Leute, wenn ein Gespräch gut verläuft und ihr rastet einfach richtig aus, so. Yeah! So läuft das. Ja, coole Sache. Ich hab dich erst vor ein paar Minuten kennengelernt, aber ich hab das Gefühl, als wären wir bereits Freunde. Ich hab jetzt allerdings was zu erledigen. Ja, wir sehen uns später, Klobo und Hobo, Alter. Alter. Perfekt. Du hast ihn ja richtig um den Finger gewählt, Geld. Diese Trottel werden niemals dahinter kommen, was hier eigentlich gespielt wird! Wenn du dich erstmal bei den Stadtbewohnern eingeschleimt hast, wird es umso leichter werden, jede Menge Verrücktheiten einzustellen, mit denen wir die Quoten in die Höhe treiben! Boah, meine Stimme, Alter! Alter! Wenn du mit den Stadtbewohnern sprichst, wirst du mit der Zeit immer geschickter darin werden, die Sozialaktionen so einzusetzen, wie es dein Gesprächspartner von dir erwartet! Nach einer gewissen Zeit musst du neue Sozialaktionen lernen, weil nicht alle Leute auf die gleiche Aktion anspringen. Gefällt jemand deine Aktion? Ich versuche es mit einer anderen. Alter, okay, danke, Giro. Boah, lass mich doch einmal in Ruhe, du alter Pimmel. Das hätte ich ja fast vergessen. Für den Anfang habe ich ein paar Simoleons auf dein Bankkonto eingezahlt. Die deutschen was? Simoleons. Wir dürfen kein Missvertrauen bei den Stadtbewohnern wecken. Von nun an musst du seltsame Jobs annehmen oder dich an Spielen beteiligen, um dein eigenes Geld zu verdienen. Alter, mein Hals, hör auf zu reden. Wenn du willst, dass dich diese Trottel als neue Nachbarn akzeptieren, brauchst du ein paar Möbel. Besuche das Pfandhaus. Geh einfach in die Straße hinauf, du Arschloch. In der Zwischenzeit wird das Produktionsteam deine Toilette einbauen. Oh, fuck. Ich hoffe, er redet nie wieder in dem Spiel, ey. Erstmal was trinken, Alter. Ich habe ihm natürlich direkt die beste Stimme gegeben. Geil, aber ich bin der Meinung, die passt am besten. Ja, ist schon ein süßer Boy. Hauptsache, der Pimmel gibt mir 499 Simoleons und ist zu geizig, mir 500 zu geben. Oh, Alter, das Pfandhaus. Ach, merkwürdig, Hausen.
Sims 2, so das normale Spiel auf dem PC, habe ich super viel und super gern gespielt. War richtig geil. Und da gab es auch ein merkwürdig Haus, aber ich erzähle vielleicht ein andermal drüber. So sieht man sich wieder, Alter. Wie sieht's aus, Mann? Hast du bereits Wirbel für dein Haus gekauft? Oh yeah, es ist immer schwierig, ganz von vorne anzufangen, Bro. Ja, Bro. Deshalb hat mein Haus Räder. Ich hänge es einfach an mein Bike und fahre in die nächste Stadt. Wenn du etwas brauchst, geh einfach zum Ladenbesitzer und rede mit ihm. Der Laden wird jeden Tag neu beliefert. Schau also einfach wieder rein, wenn du einmal nicht das findest, was du suchst. Ich suche nach einem Dingsbums für mein Motorrad. Alter, hatte aber leider kein Glück, Mann. Spannend, Bro. Okay, was gibt's denn hier so? Ein Bett brauchen wir, einen Kühlschrank brauchen wir und eine Dusche. Oh ja, ich habe kein Geld für eine Dusche. Okay, wir müssen stinkern. Du hast ja einen geilen Swag geholt, Bro. Willst du dir mal mein neues Bike ansehen? Das ist ein echtes... Alter, ich muss pissen. Oh, anscheinend musst du ganz dringend auf die Toilette. Das sehe ich in deinem tigerähnlichen Blick. Das Motorrad läuft jetzt ja nicht weg, Bro. Erledige jetzt lieber dein Geschäft, Alter. Alter, ich muss so pissen. Dann... okay, mit R mache ich nichts, mit L mache ich nichts. Die Toilette ist eingebaut! Du kannst jetzt auch deine anderen Möbel aufstellen! Oh, es scheint, als kämen wir gerade noch rechtzeitig. Beeile dich, bevor dir ein Missgeschick passiert. Ich werde dich nicht aus dem Knast freikaufen, nur weil du dich nicht unter Kontrolle hast. Wow, das wäre gar kein schlechtes Material für eine coole TV-Show. Boah, nein, oh nee. Was? Du auch noch im Auge behalten, sonst deine Leistungsanzeige. Wenn du den ganzen Tag am Set bist, musst du wirklich gut drauf sein. Wenn du deine Bedürfnisse befriedigst, hältst du deine Leistungsanzeige hoch. Mit leeren Magen kannst du nicht schauspielern. Das funktioniert nicht. Und denk dran, nicht so schnell wie möglich um deine Bedürfnisse zu kümmern. Sonst hält die Anzeige rapide ab. Ja, Mann, chill. Alter, oh, ein bisschen Lebenselixier noch hinterher. Alter! Direkt geht's mir wieder gut in meinem Leben. Lebenselixier ist übrigens Eistee, ja? Nicht, dass ihr... Nicht das, was ihr damit... Ja, please. Oh, well, fuck, daran erinnere ich mich auch noch. Hallo! Was geht ab, Bro? Hallo! Wir laufen diese Woche ein paar gute Filme. Ich wollte mir den neuen Saftparks-Film ansehen. Aber es scheint nirgends zu laufen. Ich schätze mal, dass er auf diesem Planeten nicht gezeigt wird. Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Du hast mich in einem recht privaten Moment erwischt. Hast du den Weg verstanden? Mit anderen Worten, verschwinde, bevor ich dir die Augen verstrahle und dein Hirn verspeise. Danke. Wieso verpisst du dich nicht, Junge? Ich habe Appetit auf ein menschliches Gehirn. Ich frage mich, wo ich in dieser Uhrzeit eins herbekomme. Verpiss dich! Ist ja gut, Mann. Das war echt am Brüllen. Tut mir leid. Das war Purple. Er spielt einen Außerirdischen, die ich später einbringen möchte, um ein wenig Schwung in die Show zu bringen. Er ist ziemlich früh hier aufgetaucht. Deshalb habe ich ihm gesagt, er soll sich in deinem Haus verstecken. Wenn du ihn überreden willst, seinen Platz auf dem Porzellanthron abzugeben, musst du schon hart durchgreifen. Wenn du das nächste Mal mit ihm sprichst, solltest du mit einer furchteinflößenden Haltung auf ihn zugehen. Oh Gott. Versuche ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Holy shit, mein Leben. Alter, verpiss dich, Mann. Bedrohliches Gespräch. Time to battle! Dun, 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 dun. Beleidigen, du siehst aus wie, ein grüner Schlumpf, Alter. Brennst, Alter. Ich kann nicht, das geht jeden auf die Nerven, jeden auf die Nerven, jeden auf die Nerven. Hör auf! Ich kann ein Lied, das geht jeden auf die Nerven und sogar auch dir. Nein, hör auf, tu das nicht. Ich kann ein Lied, das geht jeden auf die Nerven, jeden auf die Nerven, jeden auf die Nerven. Oh Gott, nein! Ich kann ein Lied, das geht jeden auf die Nerven, auch einem grünen fucking Alien. Ich hasse dich! Das bedrohlich eins mit Burpen frei verdient. Wow, das war ja einfach. Yeah! Hey,
Hey du, Maroi! Oh nein, ups. Hey du, beruhig dich, du Geiz der menschliche Gasblase. Kann eine Kreatur dem Ruf der Natur denn nicht mal in Ruhe Folge leisten? Pa, wenn der Rest meines Volkes mich hier gestrandet auf diesem Planeten findet, da bist du dran. Man sieht sich. Du Jammerlappen. Alter, chill mal. Okay. Also, Jurassenkämpfer, verpiss dich. Ich muss pissen, Alter. Pass auf, Klobo. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Wenn du eine schwierige Aufgabe zu erledigen hast, ey, hab ich keinen Bock hier hinzugehen. Oh Gott. Nein, Jiro's Club, hör auf. Hast du Papa schon von der Toilette verscheucht? Ja. Was ist denn das? War das ein Purple? Du heilige Scheiße. Ich nehme diesen Strahlungsentstopfer und versuche dein Glück. Das ist kein Job für Leute, die im Geld schwimmen. So wie ich. Werde helfen uns im Vorstandsbrüder, wenn du dich um deine Geschäft gekümmert hast. Danke, Kirosenklappe. Alter. Handlung kommt, Alter. Okay, reparieren wir den Swag hier mal. Fucking Burpel, Arschloch, Scump. Was denkt er sich denn bitte? Alter, Handlung komplett sick. Endlich können wir koten, Leute. Oh, ja, geil. Oh, Platsch. Das muss befriedigend gewesen sein. Okay, gehen wir zu Kirosenklappe. Den sweeten, sexy, hindernisreichen Boy. Okay, Globo, du hast lang genug gebraucht, um deine Verdauung in der Gäste zu bekommen. Bevor du dich während den Stadtbewohnern zuwendest, habe ich noch eine andere Aufgabe für dich. Ab und zu machen wir eine Werbeunterbrechung und ich möchte dich dabei haben. Werbung ist doch viel cooler, wenn die Stars der Show daran mitwirken. Findest du nicht? Alter, ja, hör nur auf zu schreien. Mach dir keine Sorgen. Du wirst natürlich bezahlt, aber nur, wenn du deine Sache gut machst. Bist du bereit? Okay, es geht los. Action. Warte, was? War was? Cola-Werbung, Alter. Lass dich nicht von King Schluck erwischen, ey. Du drück wieder den Angriff wegzulaufen, aber Vorsicht. Oh, fuck. Ah, Vorsicht, läufst du zu schnell, explodiert deine Cola. Drück die Steuer kurz nach unten, um zu trinken und den Druck zu verringern. Okay. Attraktivität 1, Persönlichkeit 1. Achso, das sind die anderen Level. Okay, spannend. Mein Aktiv ist leider ein bisschen kaputt, deshalb. Oh, erstmal was trinken, ey. Deshalb. Alter, erstmal was trinken. Alter! Ey, kann ich springen? Ja, kann ich, okay. Erstmal was trinken, Alter. Ja, mein Aktiv ist ein bisschen kaputt, aber das scheint trotzdem zu reichen. Nur ein bisschen was trinken, ey. Lauf, Klobo, lauf! Stuhl von den anderen Hobos! Oh, fuck! Irgendwas was shrinken, Alter! Lauf um dein Leben! Oh Gott, 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 oh Gott! Erstmal was shrinken, warte, chill! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh! Oh nee! Kommt mal her! Hilfe! Hilfe! Erstmal was shrinken, Alter! Alter, scheiße! Lauf! Holy fucking shit! Klobo! Lauf wie von der Polizei damals! Oh Gott! Oh shit! Oh mein Gott! Holy shit! Okay, fuck! Wrecked! Wie dieser kranke Motherfucker mich einfach gegessen hat! Alter! Deine Punkte 50, deine Belohnung! 25, Alter! Ich kann mir sogar eine Dusche leisten! Das hat Spaß gemacht, verdaut zu werden, nicht wahr? Je aufregender unsere Werbespots sind, desto höher steigen unsere Quoten! Und somit verdiene ich auch mehr Kohle! Oh, und du natürlich auch! Aber nicht alle so viel wie ich! Während du weg warst, hat er dir angerufen. Er meinte, du sollst in die Kneipe kommen, um mit ihm zu sprechen. Scheinbar hast du irgendwas für Kack, du Spast. Ich glaube, du steckst in Schwierigkeiten, aber du sollst trotzdem hingehen. Ist ja gut. Mach weiter und nimm dieses Handy. Es ist mit einem Mikrofon verbunden, sodass die Zuschauer die Gespräche mit anhören können. Oh, warte, ich muss was trinken, sonst sterbe ich. Und falls du mal jemanden anrufen möchtest, wird jedes Mal, wenn du jemand Neues triffst, dessen Name und Telefonnummer an dein Telefon gespeichert. Schau mal nach, Eddies Nummer sollte bereits drin sein. Und jetzt mach dich auf den Weg zur Kneipe, aber Dali. Ja, chill mal, Alter. Aber ich werde Eddies nicht anrufen. Ich gehe da jetzt einfach hin. Fertig, Alter. So sick bin ich, ey. Oh, achso, unsere anderen Möbel. Deutsch. Do you speak it, Mudofuku?
So, haben wir unseren Swag hier einfach hin, ist egal. Das brauchen wir auch. Alter, mit Zauberns. Okay, das reicht. Jetzt gönne ich mir noch eine geile Dusche. Aber auch schon zufrieden mit unserem Leben, würde ich sagen. Aber dann ist schon alles. Dann ist schon alles perfekt. In der großen Welt des Minecraft-Lass. Grenze ich mir auf das die Couch? Nee, kann ich gar nicht. Okay, whatever. Ja, sieht sehr kneipig aus. Gehen wir da rein. Hallo. Was geht ab? Ha! Es ist mir ein wahres Vergnügen, ein so gesundes und kräftiges Exemplar der Jungen von Merkwürdighausen zu treffen. Pfeffer Paule ist mein Name und ich bin Seemann, aber leider sitze ich momentan auf den Trockenen. Das letzte, was ich mich erinnere, ist, dass ich auf dem Indischen Ozean auf dem Weg zur antarktischen See gesetzte. Ich habe keine Ahnung, wie ich in einer Wüste gelandet bin. Ja, aber ich werde schon noch hinter dieses Geheimnis kommen, man sieht sich. Pfefferpowder. Als Pfefferpowder haben wir uns selbst verkleidet in The Herbs. Damals. 1903 oder so. Das war ganz nett. Hallo. Hey. Pass mal auf, du Trottkopf. Ich weiß nicht, was dein Vater dich beauftragt, um mich zu überwachen, aber das ist wirklich nicht nötig. Bist du nicht einer von den Schlägern meines Vaters? Dieser Haarschnitt, damit siehst du aus wie ein Lakai. Na, vielen Dank auch. Oh, entschuldige, Globo-Hobo. Ich bin Arafusi, aber prahle nicht damit, dass du mich kennst. Das könnte gefährlich sein. Hey, schau nicht so deprimierend. Ich bin wirklich nicht böse, nur gerissen. Also, was gibt's alles? Bam, bam, bam. Okay, hier ist gesperrt. Wo ist denn hier eine Bar, Alter? Was will der von mir? Bling! Hey, du da? Was geht ab? Ich weiß, wer du bist und ich weiß, warum du hier bist, also solltest du langsam mal zur Sache kommen. Sollte sich deine Situation aus irgendeinem Grund ändern, so bin ich die Erste, die das erfährt. Ich werde diese Informationen an dich weiterleiten. Warte, was? Wenn du Fragen hast, wende dich an mich. Penelope Roth, sei diskret. Versuch, kein Missvertrauen zu erwecken. Verstanden? Gut, wir bleiben in Kontakt. Okay. Das ist, Leute, der Moment, wieso, wenn wir wissen, warum Merkwürdighausen heißt. Alter, was? Mann, wo steckst du? Ich sitze hier in der Kneipe und warte, dass dein Arsch hier bequem ist. Beeil dich, du Pisser. Junge, ich bin neu in der Stadt. Ich weiß nicht mal, wo die Kneipe ist. Was willst du von meinem Leben, Alter? Hallo. Ey, du bist doch Lutz Spasti. Hey, du, kannst du mir sagen, was hier in dieser Wüstenkaverne eigentlich als Hotel gibt? Ich würde gerne für die Nacht hier einchecken. Du bist auch nicht von hier, was? Ja, es ist beruhigend. Mal so unter uns, ich glaube, der IQ dieser Stadt hat sich gerade verdreifacht. Ich bin Lutz G. Rosenklapper und ich versuche, dieses Land noch ein wenig auszusaugen. Du weißt schon, Cola, Scheffeln. Das ist der Sohn von unserem Chef von G. Rosenklapper. Das ist genau so ein Dick. Ja, Moment bitte. Überraschung! Ich wünsche dir einen guten Start in das im neuen Haus, Alter. Oh, damit hast du bestimmt nicht gerechnet. Eine fette Party, ganz allein für dich. Augenblick mal. Also, das hier ist gar nicht die Recycling-Abstimmung. Bürgermeister Ehrlicher, ich habe schon dreimal gesagt, das ist die Einweihungsparty für... Verflixt, ich müsste längst im Rathaus sein, wegen des Recycling-Gesetzes. Entschuldige, Verzeihung. Toll, tschüss, du Arsch. Hey Nachbar, willkommen in der Regen. Dir ist eine Kleinigkeit, deine Bühne zu vergeilern. Ist das schon wieder so eine Willkommensfußmatte von deiner Mama genäht? Was für ein jämmerliches Geschenk. Das ist Eugen Panzer, der einzige Kerl merkwürdig aus deinem wilderes Temperament hat als ich, Alter. Eddie, welcher dieser Schwächling, ein milchgesichtiger Gabund? Wie ist dein Name, Erbsnörn? Spuck's aus! Leck mich. Ich habe gehört, hier soll eine Party steigen, also was geht ab, Alter? Ja, wir feiern die Ankunft von Globo, den Hobo, ein merkwürdig Außen. Oh, hi Globo, und wo ist das Essen?
Normalerweise bin ich nicht so ein miese Peter Klobo-Hobo. Eigentlich bin ich eine gute Seele, aber drastische Veränderungen machen mir Angst. Habe ich nicht recht, Eddie, du inkompetentes, hörloses Riesenbaby! Eier. Das ist so eine Party, wo ist denn die Musik? Wo bleibt die Stimmung? Wo ist die Party? Warte, ich geh mal neben den Keller, da habe ich doch ganz was Trockenfleisch und 50 Liter Traubensaft. Alter, geiles Traubensaft! Du bist nicht schon wieder auf Salzdiät, oder? Ah! Folge komplett, cool. Jede Folge wird von unseren Lieblingsfamilien den Grusels bewertet. Ach, die Grusels, Alter. Je besser du in der Folge abschneidest, desto mehr Quotenpunkte geben die Grusels hier. Sammel Quotenpunkte, um sie gegen neue Sozialaktionen und verdrehte Handlungen zu tauschen. Botengang erledigt, heimlich im Wunsch erfüllt. Laufbahngespräch. Wow. 100 von 100, wie impressive. Erst du deine Quotenpunkte, du Arsch. Achso, ja, hatten wir doch schon. Okay. Umziehen, Folge wählen. Verdrehte Handlung, Alter. Verschwörung. Zuschauer wollen mehr Intrigen sehen. Neue Wohnung freundlich, romantisch. Bedrohlich. Besorgt er ein paar Kissen, leise Musik und ein paar Kerzen, Mann. Ein Haus voller cooler, provozierter Gegenstände. Oh, ein Motorrad, darauf spare ich. Neue Requisite Motorrad, gebracht von Eber, die Hust persönliches Motorrad, zieht neidische Blicke auf alle von allen Seiten auf sich. Ah, ob man damit auch fahren kann, wie bei den anderen Spielen, das wäre awesome. Action, ganz so cool, ja. Okay, was können wir uns denn? Wir Kredenz nutzen mal. Unfeine Geste, ein Mittelfinger, also wow. Ja, wir können uns mal einen Kuss zuwerfen, weil das ist sehr romantisch. Und bedrohen, denn das ist auch sehr romantisch. Manchmal. Oh ja, ich bin fertig. Hallo? Okay. Von Gänze vergraben, Plan. Ich frage. Alter. Action. Alter, ich bin fertig. Was ist los? Was will der von mir? Spiel Speicher an. Ja, klar. Hallo? Spiel? Spiel beenden? Nein. Weiter zocken, kennst du? Oh nein, ich wollte mein Outfit nicht ändern. Oh. Oh nee. Nein, fuck. Jetzt habe ich diese Kackfrisur. Ja, ist besser. Ja, weiter romantisch. Romantisch ist. Bin großer Fan. Hier bei Action sollte es doch weitergehen, oder nicht? Also ich sehe hier nichts. Nein, ich möchte das Spiel nicht beenden. Alter. Vielleicht das ja in der Folge. Ein guter Schnapp war Klobo. Weißt du, ich war früher mal mit Don Fusilli befreundet oder so echt wie es war. Ja, ist okay, whatever. Schnell! Das war dann schlecht und raus mit dir! Okay. Sehen wir uns die Show an, Alter. Die scheiß Grusels, ey. Leck mich fett. War auch eine Familie in Sims 2. Merkwürdig Hausen, Bro. So merkwürdig. Mit Eugen Panzer. Alter. Bam, bam. Sickes Intro. Imperator Sizzle. Alter, die Sizzles. Frankie Fusilli. Es gab früher Sizzle-Perlen, damit konnte man sich so Upgrades holen. Und erstmals mit Klobo den Hobo. Produziert von G. Rosenkappe, von Gangstern vergraben. Klopf, klopf, Winzling. Stirnacken-Jimmy ist da.
Nee. Klopf, klopf, Winzling. Stirnacken Jimmy ist da. Ja, okay. Hi! Nette Bude für jemanden, der gerade erst ohne Job und Ruf in die Stadt gekommen ist. Was geht hier ab? Du raubst doch keine Leute aus und verkaufst das Diebesgut, oder? Du weißt schon, Koffer und so. Tu nicht so dumm, Klobo, du Hobo. Ich hänge mich an dich wie eine Klette und du gehst nirgendwo hin, bis ich Bescheid weiß. Nicht die Klette, den Koffer. Wenn du nicht redest, geh ich nicht, kapisch? Alter, aber was mit dem Boy los ist, würde ich sagen, fahren wir in den nächsten Part. Dieser Part war jetzt etwas länger, weil das jetzt der erste Part ist. Aber sonst werden die Parts zu diesem Let's Play immer so 20 Minuten lang gehen. Und das Spiel hier wird immer Dienstag und Donnerstag kommen. Also Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Parts. Ja, und wir sehen uns dann ein andermal. Bis dann, Leute. Ciao.